Yo, Leute! Das sind Kira und Roman. Kiri, Kiri, Kiri. Das ist so dumm. Und wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier, wo wir Tiere anziehen werden. Und wir müssen unser Tier jetzt als Wildtier anziehen. Und wir haben 4 Minuten Zeit, um dieses Tier anzuziehen und es dann vorzuführen. Kira, du hast es schon mal gespielt, gell? Du kannst es besser erklären. Also eigentlich ist diese Runde super easy, weil ein Fuchs ist schon ein Wildtier. Stimmt, jeder von uns hat jetzt einen Fuchs. Warte mal, ich selber bin eigentlich auch ein Fuchs, ne? Verstehe mich nicht wahr. Ey, warte mal, aber wo ist mein Fuchs überhaupt? Muss man läuft ja hinterher. Hä? Ich hab keinen. Hä? Doch. Ich bin selber der Fuchs. Ich sehe den gar nicht. Ja, hä? Hä? Was? Ich hab keinen Fuchs bekommen. Doch, ah doch, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Krass. Okay, ich zieh ihn an. Als was soll ich ihn anziehen? Oh mein Gott. Ich habe als Wildtier einfach eine Schlange. Ich glaube, ich mache auch so einen Schlangenfuchs oder sowas. Das könnte vielleicht cool aussehen. Kannst auch das Tier so aussuchen. Ah, ach so, ich kann mein Tier selber aussuchen. Drauf und dann, ja, das geht. Oh mein Gott, der kann auch Tricks machen. Oh, okay. Manage Pet. Das kann ich mir denn... Oh mein Gott, okay, da muss man sich was kaufen. Ich mache das jetzt erstmal so. Was habe ich so? Also meiner sieht schon ein bisschen wild aus. Ich muss ihn aber noch ein bisschen wilder hinbekommen. Ah, glaubst du, so eine Ente auf dem Kopf würde ihn wild machen? Oh, ich weiß nicht. Also wenn ich, wenn ich so ein Tier sehen würde mit einer Ente auf dem Kopf, dann würde ich das erstmal umarmen. Erstmal umarmen. Oh, das wäre, glaube ich, das Falsche. Ich muss ihn gefährlicher machen. Okay, ich mache ihm so, ich ziehe ihn als Gangster an. Sieht er dann gefährlich aus? Ich weiß Bestimmt. Bestimmt. Ein gefährlicher Gangster. Ah, hier, sowas könnte gut passen. Oh mein Gott, ich muss ihn unbedingt resetten. Er sieht viel zu schlimm aus. Er sieht viel zu schlimm aus. Ich muss das wegmachen. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Was könnte ich hier machen? Ich muss ihn wildtiermäßig anziehen. Nein! Oh, pff. Fuchs, kann ich hier diese Animation nehmen? Was hast du genommen? Also, Animation noch gar nichts. Oh, ich komme irgendwie gar nicht so weit, weil ich gar nicht weiß, wie ich den richtig anziehen soll. Ich könnte ihm Pilze auf den Kopf setzen. Das macht ihn wilder auf jeden Fall. Und ich muss ihn so ein bisschen dreckig machen, glaube ich. So, dass der so ein bisschen schmutzig aussieht, so als ob er den ganzen Tag im Wald abhängt. Okay. Meiner sieht schon recht wild aus, muss ich sagen. Echt? Ja, ich habe ihm so, ich habe ihn braun gemacht und dann habe ich ihm so Pilze auf den Kopf gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier mache. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin viel zu aufgeregt. Guck dir mal meine Schlange an. Du machst eine Schlange daraus? Ja, die sind doch wild. Wilde Schlangen. Oh. Ey, man könnte auch einen Vogel nehmen oder einen Fisch. Ah, ich bin mir... Was habe ich hier? Ich könnte ihm noch ein gefährlicheres Gesicht machen. So hier. Ja, aber ich muss andere Arme noch machen. Und so einen Schwanz brauche ich noch, einen gefährlicheren. So einen Skorpionschwanz einfach. Ich meine, warum nicht? Ja, eigentlich schon. Das sieht ja gefährlich. Warte, ich muss ihm noch so schwarze Schlange. Oh mein Gott. Gefährlichere Augen machen. Schon schwierig. Da, oder sowas hier. Genau. Und dann muss ich... Ah, schon extrem schwierig. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja voll der komische... Manche Münder sind richtig komisch so. Yep. Okay, ich muss ihm, glaube ich, jetzt noch ein anderes... andere Arme machen, damit es besser aussieht. So, was könnte passen? Oh, meiner tanzt sogar. Echt? Ja, er tanzt wirklich gerade den La Cucaracha. Cucaracha. Oh, jetzt hat meiner gar keine Arme mehr. Ah, ich habe meinem Arm die Arme weggemacht. Du musst wieder... Oh mein Gott, du hast aber nur noch 10 Sekunden, ich würde mich beeilen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm wirklich Arme geben möchte. Ich brauche eigentlich braune Arme, aber... nein, das sieht dumm aus. Ich nehme Oh nein, nein, meine Schlange hat Schneeflocken. Oh, Schneeflocken? Nein. Oh nein. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh mein Gott, okay. Es ist die Pop-Wipes-Map. Und weißt du, was das Allerlustigste ist? Was? Man kann sich selbst bewerten. Man kann sich selbst bewerten? Oh, dann werde ich mir auch safe eine gute Note geben. Ah, der sieht schon wild aus. Das sieht cool aus. Ja, finde ich auch. Das ist ein Fuchs gewesen. Ich gebe ihm 4 Punkte. Ja. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. Boomzaza 0933 ist der nächste. Was hat der? Oh mein Gott, was ist das? Das ist so Graf Dracula einfach. Oh, der ist ja ganz dunkel. Aber ich finde, der sieht schon wild aus.
Ja, ich gebe dem auch eine 4. Da muss ich schon nachgeben, muss ich sagen. Die sehen gut aus. Oh mein Gott. Meiner sieht gar nicht wild. Doch, meiner sieht schon wild aus, aber nicht so brutal wie bei den anderen. Die anderen haben eher alle so Teufel schwarz gemacht. Ja, die haben eher so Teufel alle gemacht, ne? Ja. Oh, oh. Das ist nicht das. Das ist cool, aber das ist nicht das. Ja, ich würde dem auch nur 2 geben. Ich habe dem jetzt nicht so viel gegeben, weil irgendwie dieses rote Horn, da gibt auch nicht so viel Sinn, um ganz ehrlich zu sein. So, ja. Was ist das rote Horn? Okay, wer ist das hier? Das ist Jamila. Aber das ist ja, das hat ja in keinster Weise irgendwas mit wild zu tun. Deswegen gebe ich 1 Punkt. Weil es muss ja wirklich ein wildes Tier sein. Ja. Und der hat einen Glashut an, so. Aber es sieht cool aus, der Glashut. Oh. Hier bewusst. Okay, wer ist als nächster dran? Ramona. Ach ja, die weibliche Form von meinem Namen einfach. Okay, was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Das ist so eine Schlange mit so einem Einhorn und einem grünen Hut. Hat das einen grünen Hut auf? Das sieht man gar nicht. Ich glaube, ich gebe 2 Punkte. Ich glaube, ich gebe nur 1. Ich muss sagen, das sieht voll komisch aus. Ja. Okay, wer ist das? Es ist halt eine Schlange. Es ist ein... Sie hat ja an der Schlange fast gar nichts gemacht, kann es sein? Eine 3, einfach weil es eine Schlange ist. Ja. Okay. Du hast auch eine Schlange genommen, gell? Ja, aber ich habe sie ein bisschen dekoriert. Okay. Oh mein Gott, ich bin als Nächster. Oh Gott. Also ich habe ihn versucht, so nett und süß und wild wie möglich zu machen. So sieht er aus, der Gute. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie ein Waschbär. So ein bisschen, gell? Ja. Ich gebe mir selber eine 5. Krass. Aber ich finde, der sieht schon ein bisschen wild aus. Ja, zum Wald. Oh, du bist als Nächster. Oh mein Gott. Okay. Was hast du? Oh mein Gott! Sieht das nicht wunderschön aus? Warum macht der Schneeflocken? Ich weiß, ich hab mich verklickt. Erstmal 5 Punkte geben. Ich hab mich verklickt. Oh nein. Okay. Na, das ist ja gut gelaufen. Aber deiner hat auch so einen Skorpionschwanz. Okay, jetzt wird's interessant. Und Zähnchen. Wer gewinnt? Trommelwirbel. Oh mein Gott. Und? Oh, es sind die dunklen. Hä? Wie ist denn dieser Linke, wie ist der denn 3. Platz geworden? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die voten irgendwas. Was? Wir sind beide mit 14 Punkten 6. oder so geworden. Gibt's ja wohl nicht. Kira, ich sag dir eins, wir werden das jetzt rocken. So, was kann man hier eigentlich... Oh, man kann hier in den Park gehen, gell? Oh, warte mal, you need to compete. Oh, wenn man 2 Runden gespielt hat noch, dann kann man in den Park gehen. Oh, ja, dann kann man hier diese Tür aufmachen. Dann kann man da reingehen. In den Park! Oh, die nächste Runde ist Slivery Snake. Das heißt also, schlangige Schlangen müssen wir hier machen. Oh mein Gott, das sieht interessant aus. Oh Gott. Okay, Tür geht auf. Wir machen schlangige Schlangen. Erstmal eine Schlange holen hier. So, gute Schlange. Click to equip. So, wie mache ich die schlangigste Schlange, die man sich vorstellen kann? Eine lilane Schlange, das wäre wirklich was Crazyhaftes. Oder so eine kleine, so eine Deluxe-Schlange, so mit Schal und so. So eine reiche Schlange einfach. Warte mal. Kann man die Farbe wechseln von der Schlange? Ich denke schon, oder? Ja, kann man. Oh, warte mal, ich mache meine so, so lila mache ich meine. Oder mache ich die doch anders? Ich muss meine Schlange resetten, das geht nicht. Sieht deine Schlange komisch aus? Ja, sehr komisch sogar. Hey, meine hat einen grünen Schwanz. Kann ich einer Schlange einen anderen Schwanz geben? Ich weiß es nicht. Das ist halt so, das ist so diese Frage so. Ich versuch's mal aus. Warte mal, ich gehe mal hier hin und dann wähle ich hier mal einfach so einen Skorpionschwanz aus. Tatsache, das funktioniert. Oh. Okay, aber eigentlich brauche ich einen Schlangenschwanz eher. Ja, jetzt hat er eine Haiflosse. Jetzt hat er einen Katzenschwanz. Guck dir das an. Oh, der sieht so dumm aus. Oh, Also das müsste man hier in Wort auch hinzufügen, dass es auch Schlangenhinterteile geben sollte. Ja, es muss ja irgendwie einen Schlangenhinterteil geben, aber das geht nicht. Es gibt so ein Pferdehinterteil. Hauptsache, kann man der Schlange ein Pferdehinterteil geben? Nein, Kira, alles ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, du kannst es entfernen. Warte mal, ich überlege was. Weißt du, was ich tue? Ich gehe in den VIP-Bereich. Ich muss das gewinnen. Ich mach's einfach. Ich hab's getan. Bitte mach die Tür auf. Ja, ich bin drin. Okay. Und was gibt's da so? Da gibt's ein paar so... Oh mein Gott, das hat sich gar nicht gelohnt. Ich hab so... Oh mein Gott, jetzt hat meine Schlange so ein Dings an. Warte mal, ich werde sie jetzt mal ganz simpel anzuziehen. Jetzt hat meine Schlange eine Brille an. Oh mein Kira, das VIP lohnt sich gar nicht.
Nee, ja. da findest du gar nichts, was sich wirklich lohnt. Gut, dass ich das weiß. Okay, ich muss hier ein paar Sachen entfernen. Oh nein, meine Katze, mein Kumpel sieht ganz, ganz falsch aus, muss ich sagen. Okay, ich habe nur noch eine Minute Zeit, jetzt muss ich schnell was machen. Eigentlich muss man sie grün machen, damit es normal aussieht, ne? Man hat hier eigentlich nur drei Möglichkeiten. Okay, ich nehme die hier, dann mache ich ihm... Gott, ich glaube, ich pack das nicht, ich bin zu dumm dazu. Ich weiß gar nicht, was ich dir als Accessoire geben soll. Ich auch nicht, ich könnte ihm so eine Haiflosse obendran hinmachen. So, oh Gott, das sieht alles komisch aus. Okay, ich lege jetzt irgendwas aus dem VIP-Bereich mit rein. Egal. So, damit die das Hauptsache cool finden. Warte, was gibt's hier? Was ist das hier? Klick, twick. Meine schwebt einfach auf so einer grünen Wolke. Die sieht total komisch aus. Ich muss die schnell wegmachen. Oh, ich nehme das hier. Oh Gott. Das wird so dumm. Was ist mir egal. Ich gebe meiner. Ich hab meinem jetzt einfach VIP gegeben. Oh, das sieht so dumm. Ich könnte meiner Schlange ein Kleid anziehen. Soll ich's machen? Warte, ich mach's. Ich zieh ihm so ein Kleid. Nein, ich mach das nicht. Ich brauche noch irgendwas Witziges. Irgendwas Witziges. Hier, das da. Ja, bei mir ist vorbei. Oh, bei mir ist auch vorbei. Aber Was hab ich getan? Oh mein Gott. Meiner sieht total bescheuert aus. Oh nein. Meiner auch. Und dann auch noch im Wilden Westen. Ja. Oh, okay, pass auf. Hier. Oh, hinten ist sogar so eine Pfote. Hast du die gerade gesehen? Oh. Ja. Oh. Oh, die sieht cool aus. Die sieht exotisch aus. Das ist so eine lila, aber die hat kein Gesicht und so. Und die hat Ohren. Die hat Ohren, seit wann? Ja, eigentlich haben wir Schlange mit Ohren. Ich gebe ihr mal eine 3, weil ich die von hinten auch... Oh, aber die hat auch einen Mund tatsächlich. Ja, okay, ich habe 3 Punkte gegeben. So, okay. Was haben wir da? Das ist wieder so was Ähnliches. Eine lila Schlange mit Flügeln. Ey, das Ganze tut mir leid, aber das sieht aus wie ein Bär. Ja, also ich habe 1 Punkt gegeben. Das ergibt für mich keinen Sinn mehr. Das ist keine Schlange. Oh nein, jetzt bin ich dran. Nein! Oh Gott, guck dir diese Schlange. VIP. Ich hab überall... Die sieht auch voll schlimm aus. Die sieht schlimm aus. Und jetzt ergibt gar keinen Sinn. Sieht aus wie so eine Ninja-Schlange. Ich hab mir... Ja, so ein bisschen Ninja-mäßig wollte ich was machen. Aber dann am Ende ist alles irgendwie den Bach. Oh, du bist als nächste dran. Das ist die Schlimmste. Was ist das? Du hast eine Nerdschlange gemacht. Es ist eine Nerdschlange. Oh mein Gott, die ist schon cool eigentlich. Ich gebe dir 5 Punkte. Ich finde die gut. Ich finde die richtig gut. Okay. Eliardo de Regino de Sanchez ist als nächster dran. Was hat der? Oh, Junge, die hat aber auch Beine, die Schlange, gell? Oh mein Gott. Ich hatte schon richtig Angst, wenn ich so eine Schlange sehen würde. Ja. Auf jeden Fall. Was wollen wir geben? Was gibst du? 3. 3, ich gebe auch eine 3. Okay, ich habe auch 3 gegeben. Shini Tai ist als nächstes dran. Mal gucken, was die hat. Oh! Okay. Cool. Das ist eine Feenschlange. Und cool der aus. Skin sieht so aus, als ob die so Sonnenbrand hat. Ich gebe ihr 4 Sterne. Ich find's gut. Also, der Hut und die Flügel ist zwar wenig, aber es passt gut zusammen. Das stimmt. Und ihre Beine haben riesigen Sonnenbrand. Ja. Okay. Was ist das? Was? Das ergibt ja kein... Das ist ein Hase. Was? Die hat einfach einen Hasen gemacht. Mit Schlangenfutter gemacht. Das ist ja... Die hat echt Schlangenfutter gemacht. Das passt ja... Zu Slivery Snake passt es ja gar nicht. Das Schlangenthema Nummer 1. Nee. Damit kommt sie hoffentlich nicht durch. Okay, das waren jetzt alle. Okay, wer wird gewinnen? Oh nein. Und? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und? Wow. Oh mein Gott, du hast es auf Platz 2 geschafft. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, ich bin Letzter geworden. Nee, Vorletzter. Vorletzter bin ich geworden. Oh nein. Leute, falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, wie wir mit irgendwelchen Haustieren hier wieder was anstellen, schreibt es uns gerne in die Kommentare und gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben. Wir versuchen hier so viele Likes wie möglich zu sammeln. Oh mein Gott, guck mal, da hat ein Mädchen ein T-Shirt von mir an. Cool. Tretet auf jeden Fall der Roblox-Gruppe bei, dann könnt ihr euch auch ein T-Shirt holen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!